Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Avocados sind wichtig für die USA. Besonders als eine Art Bollwerk gegen den Kommunismus. Warum? Das versuchen in dem Film Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes hochrangige Behördenidioten zu vermitteln. Das ist aber auch nur ein Vorwand, um eine Expedition in diesen Avocado-Dschungel zu unternehmen, der laut der vorliegenden Fiktion mehr als ein Viertel Kaliforniens bedeckt. Die Avocado-Ernte ist bedroht, da die dort lebenden wilden kannibalistischen Piranha-Frauen ihren Lebensraum erweitern und die erntenden Männer töten, zubereiten und essen. Die amerikanische Avocado-Weltherrschaft ist bedroht und somit auch die Stärke der USA gegen Russland, Nordkorea und Kuba. Um der wilden Ladies Herr zu werden, schickt man keine testosteröse Soldatenrotte, sondern eine feministische College-Lehrerin, um den Konflikt zu untersuchen und zwischen den Gruppen zu vermitteln. Was letztlich auf die Akademikerin wartet, ist eine politische Lüge, ein Urwaldabenteuer und ein Kampf um Leben und Tod. Wer nach dieser Inhaltszusammenfassung glaubt, dass es sich bei Cannibal Woman in the Avocado Jungle of Death von 1989 um einen Trash-Film handelt, der hat absolut recht. Es wird zwar viel über Gleichberechtigung philosophiert, aber stets nur als Alibi. Es ist kein Frauenfilm. Eher ganz im Gegenteil. Aber er lässt Männer auch als stereotypisch, als tollpatschige, ängstliche Trottel erscheinen. So wie die Frauen anderen Klischees untergeordnet werden. Zwischen Albernheiten und wirksamen Witzen versucht die Komödie etwa nicht zwischen den Geschlechtern zu vermitteln, sondern sich über sie lustig zu machen. Und das ist eine ehrliche Bestrebung. Für Drehbuch und Regie ist J.D. Athens zur Verantwortung zu ziehen. Ein Pseudonym. Der bürgerlich heißende J.F. Lawton nutzt dieses vermutlich sehr weise, denn zur gleichen Zeit schrieb er das Skript zu Pretty Woman, das Karrieren beflügeln sollte und einem der umsatzstärksten Filmproduktionen seiner Zeit als Grundlage diente. Nach diesem Welterfolg nutzte er seinen Decknamen noch einmal für eine laue Komödie Pizza Man mit Bill Maher, der in Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes die männliche Hauptrolle besetzt. Und später hängte er dieses Pseudonym an den Nagel. Vielseitig ist Lawton auf jeden Fall angesichts seines schmalen Oeuvres. Er verfasste ebenfalls anfangs der 90er das Skript zu Steven Seagals kommerziellsten Hit Under Siege, Alarmstufe Rot. Bier ist die Wurzel allen männlichen Übels. Und sie können sich nicht richtig anziehen. Dafür streiten im finalen Kampf die Damen so hölzern und augenscheinlich mies choreografiert, dass eine Art Ausgleich zwischen den vorgehaltenen Defiziten erfolgt, die aber allesamt als Quatsch anerkannt werden dürfen. Shannon Tweed spielt die Expeditionsleiterin Dr. Margot Hunt. Als prominente Gegenspielerin gewann man Adrienne Barbeau. Trotz vieler Anspielungen und inhaltlicher, sinnlicher Erhitzungen bleibt Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes züchtig und zeigt nur einmal kurz in einer Szene am Anfang blanke Brüste. Auch werden sexuelle Handlungen lediglich angedeutet. Allem anthropologischen Scheinanspruch zum Trotz ist Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes ein irrsinniger Trash, der so schräg ist, dass man ihm seine Längen verzeiht und ihm sogar mittlerweile einen filmhistorischen Wert zusprechen möchte. Zumindest wurde er bereits wenig später zitiert, und zwar so direkt, dass es kaum ein Zufall gewesen sein kann. Als der beknackte männliche Dschungelführer einheimischen Urwaldmännern das erste Bier kredenzt, ist die Szene identisch dargestellt wie bei Werner Beinhardt. Nur, dass im Brösel-Film mehr Dramatik und Genie liegen. Eine gute Kopie also. Die Zukunft der Frauen liegt im Kannibalismus, heißt es in dem von Wicked Vision in Deutschland veröffentlichten Film, über den Charles Band im Intro selbst sagt, dass es die ungewöhnlichste Full-Moon-Produktion seiner Karriere sei und dass er seiner Zeit weit, weit, weit voraus war. Vermutlich ist er das auch heute noch. Und weil es immer wieder so schön ist, wiederhole ich zum Abschluss noch einmal den einprägsamen, einem Gedichte ähnlichen Titel. Kannibalinnen
im Avocado-Dschungel des Todes.